Leute, ich habe gerade erfahren, es gibt eine neue Bandlist. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was sie hätten. Ich hoffe, sie machen nicht das, was sie im OTG gemacht haben, weil wenn ja, kann ich Tribegate nicht mehr spielen. Zumindest nicht mit Zodiac. Und das wäre ziemlich böse. Aber auf jeden Fall direkt in die Bandlist rein. Los geht's. So, hier sind wir in der Bandliste. Ich bin mal so gespannt, was hier passiert. Gültig ab dem 1.7.2021 und die nächste Liste wird es nicht vor dem 1. Oktober 2021 geben. Änderung hier oben. Keine. Ja, okay, LP ist auf der Liste. Das war zu erwarten. Wenn ihr nicht wisst, was LP ist, das ist das Monster aus dem Deckspecial, das ist Link 1 Monster. Ja, habe ich kommen sehen. Dann. Oh mein Gott, wieso? Die Karte ist doch nicht broken. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, Tribegate Zodiac ist damit tot. Das ist so schade und ich verstehe halt nicht warum, weil es so unnötig ist. Okay, das waren alle Verbotenen. Also LP und Drydent. Jetzt kommen wir zu den limitierten Sachen. Verschidosaurier. Ja. Wenn du halt die oberen Decks ein bisschen hittest, musst du auch den unteren Teil hitten. Und Skullcrabber Joker ist zurück auf 1. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Ja, meinetwegen auch auf 3 zurück. Das macht halt keinen Unterschied. Aber Misk auf 1 ist vollkommen fein. Du hast immer noch genug Wege zu suchen. Ist natürlich schade. Wenn eine geasht wird, bist du ein bisschen am Arsch. Auf jeden Fall kann ich verstehen. Noch irgendwas auf 1? Strike Rating ist auf 1. Nice, aber ich hätte ihn gerne verboten gehabt. Aber ich glaube, die wollen das noch ein bisschen behalten. Für den Rocket Support, der noch kommt. Auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr gute Liste. Außer Dryden, was mich persönlich ankotzt, aber das ist eine persönliche Meinung. Ach ja, by the way, lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da für den Channel, damit ihr nächstes Mal ein zukünftiges Video verpasst. Und der Wunderhengst ist zurück. Endlich! Warum war die Karte broken? Never, never. Oh, ich hoffe, wir kriegen jetzt Gazelle zurück auf 3. Das wäre unglaublich insane. Ist Gazelle noch hier drauf? Ah, fühle ich nicht. Hol die zurück. Engage ist zurück auf 1. Oh mein Gott, wieso? Die haben 3 Kagari, Mann. Nein. Wobei, wäre das broken? Leute, ist das broken? Fühle ich nicht. Keine Sache mehr limitiert. Doppeliges Maria. Okay. Zurück auf 2. Ja, direkt auf 3. Direkt raushauen damit. Und nicht länger auf der Liste. Gar nichts. Das war eine heftige Banlist. Viele Sachen, die gegangen sind. Einige Sachen auf 1. Engage zurück auf 1. Es ist gar nicht so viel passiert, aber Wunderhengst und Engage zurück auf 1 finde ich sehr, sehr cool. Koloss ist immer noch der Bandlist, gehört auch hin. Ich bin gespannt, wie das Format sich quasi da entwickeln wird. Denn Dragon Link ist halt immer noch spielbar. Die Frage ist halt, wie gut spielbar? Ne, weil ein Striker Dragon ist natürlich böse. Und natürlich, Drydent ist auf 0. Was ist denn das für ein Scheiß hier?